Meine sehr geehrten Damen und Herren, der in Langenargen am Bodensee geborene Bruno Kurz passt mit seinem Werk perfekt in das Ausstellungsprogramm des Kunstmuseums im Kleihusbau. Hier offeriert die Stadt Kornwestheim überwiegend solchen Künstlern ein Podium, die aus Baden-Württemberg stammen, die aber in Bezug auf ihre künstlerischen Fähigkeiten keine regionalen Künstler sind. Mit ihrem Werk haben sie den regionalen Rahmen gesprengt und werden grenzüberschreitend, ja, kontinenteüberschreitend wahrgenommen. In diesem Zusammenhang haben die Werke des in Karlsruhe lebenden Malers ihren Platz in Galerien und Museen in Deutschland, aber auch darüber hinaus unter anderem in Zürich und Basel, in New York und Toronto gefunden. Bruno Kurz hat sich auf dem Weg von einer expressiven zu einer meditativ nuancierten Malkunst stetig und konsequent abseits aller Zeitmoden an das Grundwesen der reinen Malerei gehalten. Es sind immer wieder die Querstreifen, Horizontstreifen, denen das Quadrat großzügig Fläche zur Ausdehnung leiht, die Anmutung von Unendlichkeit suggerierend. Seelenräumen letztlich, die unter Zuhilfenahme der stets gültigen Konnotation von Landschaft den Betrachter faszinieren und ihm im wahrsten Sinne des Wortes neue Horizonte eröffnen. In diesem Sinn legt der Maler dann auch mit seinen Bildtiteln Assoziationsfährten. In den jüngsten Arbeiten etwa reflektiert er die Erfahrungen arktisch-polarer Landschaften, die er dem Betrachter als ästhetisch konstituierte Illusion subtiler Farblichtakkorde anbietet. Mir gefallen die Farben, ich finde es sehr, sehr faszinierend und dieser Titel Lichtakkorde, der hat mich da eigentlich hergeführt. Im Gespräch noch mit Professor Kleihus, als er das Haus gebaut hatte, kam herüber, dass er einen Begriff geprägt hat, der mir sehr entgegenkam. Poetischer Rationalismus. Und das ist tatsächlich das Konzept, mit dem man arbeiten kann. Und das ergibt es: rhythmisierenden Blick in einem Raum, Konstanten in der Geometrie, denn der Raum hier ist ein Parallelogramm und der verlangt das, Brüche sehr wohl, damit nicht Monotonie entsteht, und die großen Klammern. Also ich hänge nicht zwei Bilder, die mir gleich sind, nebeneinander, sondern ich mache eine große Klammer, wo das Auge im Blickwinkel wiedererkennt, was es vom Anfang am Ende hat. Und dazwischen ist was ganz anderes. Eigentlich suche ich was Schönes in den Bildern, was Wahres, was Wichtiges, was in der Arbeit mit der Malerei transportiert werden kann. Und ich habe gemerkt, was mir fehlt, ist die Ruhe und die
romantische Sehnsucht nach der Leere und nach dem Freiraum. Und das, so habe ich eigentlich erstmal für mich entdeckt, ich brauche eigentlich die Stille eher und das Leere und das Weite. Der Horizont ist so ein symbolisches Zeichen, der was über Weite und Größe ahnen lässt. Das spricht irgendwas ganz Tiefes in uns an. Und das spüre ich auch bei vielen Rückmeldungen von Leuten, die so stark erinnert sind, immer wieder an irgendwelche ursprünglichen tiefen Bilder, die sie irgendwo erlebt haben oder Sehnsüchte. Die Weite, die durch die waagrechten Farben erzeugt wird und insbesondere das Grün, das mich an das Polarlicht vor Tromsø erinnert, da wir vor ein paar Jahren dort waren und so im ausgehenden Winter und dann auch noch die unteren Farben so miterleben durften. Das ähnlich wie andere Bilder, die man so hier sieht, die Weite des Ozeans, die Emotion einer gewissen Fröhlichkeit, einer gewissen Freude und doch als kleines Teil der Unendlichkeit. Farbfelder haben eine große Energie auf uns. Und ich glaube, das ist das Faszinierende an den Arbeiten, dass die Leute einfach gar nicht mehr ins Denken kommen, sondern die gucken dahin und das Denken hört auf und man spürt noch und man erlebt. Was suchen wir? Was wollen wir? Also wir wollen irgendwo doch was. Im Endeffekt suchen wir alle nach irgendeiner Wahrheit. Und so bin ich eigentlich auch ständig auf der Suche. Und die Wahrheit ist mit dem Begriff Schönheit auch verwandt. Aber nicht Schönheit in diesem plakativen Sinne, sondern in einem tiefen geistigen, moralischen Sinne, wie die Denker der Romantik das auch gesehen haben. Und von daher, ich sehe mich da auch ein bisschen in der Tradition von diesem romantischen Sehnsuchtsbild. Thomas Mann hat irgendeinmal die romantische Seele definiert als jemand, der auf der Suche mit der Schönheit nach der Vollendung strebt. Und dass Schönheit im Sinn von Harmonie auch, von Wahrheit und Moral nichts anderes ist als ein stetiges Gehen und Suchen nach einer Vollendung. Das Nichts zu malen ist das Schwierige. Es ist nicht die Aufgeregtheit und die Hektik und das Große und das Dramatische ist etwas, was man leichter von der Hand kommt, aber diese Tiefe, diesen Raum, diese sphärische Wirkung hat eine Qualität. Die Malerei ist hier in sehr, sehr vielen Lasuren und transparenten Schichten aufgetragen. Es war erstaunlich, diese Arbeit wollte von Anfang an diese Ruhe haben.
Es ist spannend, wie jede Arbeit auch so einen eigenen Willen zeigt. Und dem bin ich in dem Fall gefolgt und habe da eigentlich diese Leichtigkeit, das war das Hauptthema, was ich in dieser Arbeit meistern wollte. Und da ist vielleicht auch ein Kern vom ganzen Werk drin. Ja, diese große Stille. Es gibt einfach verschiedene Realitäten in der Kunst, im Leben. Es ist die materielle Welt, es gibt die geistige Welt und es gibt einfach auch die seelische oder noch tiefere Welt. Ich denke, die Arbeiten haben eine Tiefe in diesen verschiedenen Dimensionen. Da ist es gar nicht so wichtig, das zu wissen, sondern man muss eigentlich wegkommen vom intellektuellen Verstehen und reinspüren und einfach seinen Augen trauen und seiner Wahrnehmung.